Jetzt, oh Mann. Jetzt wisst ihr auch, warum Hose heute nicht mit aufnimmt. Er ist nämlich ein bisschen verschleimt. Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Blog mit Anne und Nefi und Maxi und Givi. Hove ist nicht da. Hose ist leider verhindert. Es ist verhindert. So, wir sollten erst auf den Server joinen, wenn wir aufnehmen. Okay. Was? Ist minimal. Das Schleim oder was ist das? Ah, Hose ist doch krank, er hatte Treppenhaus voll geschleimt. Ihr Slimer von den Ghostbusters. Oh mein Gott, hier ist ja überall Slime. Er hat ja auch Taschentücher überall. Jetzt wisst ihr auch, warum Hose heute nicht mit aufnimmt. Er ist nämlich ein bisschen verschleimt. und vor meinem Laden steht, hier war perfekt für Thumbnail. Hose. Von deinem Laden, warte ich. Okay. Hat der alleine ich muss hier voll den Schleim aus dem Flur wischen, das ist voll eklig. Da spült einen weg, der Schleim. Warte, ich muss mal einen. Der hat echt voll die starke Strömung, der Schleim. Wie macht man den weg mit der Schaufel? Aua. Egal wie. Sorry. Doch nicht mit. Einfach mit der Faust drauf. Er hat aber auch auf jede Etage Schleim gemacht. Sorry, können wir nicht sein ganzes Zimmer hochstapeln mit Schleim oder so? Also hier stehen Taschentücher. Ja, hier stehen Taschentücher. Guck mal, beim Lobbyboy sitzt sogar ein kleiner Schleim an. Hier ist es ein Creeper-Kopf. Aber es sieht aus wie ein Schleim. Ist okay, wenn wir den Schleim jetzt abbauen, ne? Popel, ja, ich baue ihn schon die ganze Zeit da. Der frisst nämlich auch ein bisschen Frames. Jetzt habe ich den. Ach, Scheiße, die Taschentücher an, du Scheiße. Aber ja, die stellen wir dann mal gut neben das Bett, ne? Ich meine. Das ist auch schön, ja. Ich immer den Boden abgebaut. Ja, neben dem Bett. Aber ich würde damit zum Arzt gehen, Hose, wenn da so viel Schleim aus der Nase kommt. Vor allem die Farbe. Er ist nur einmal kurz durchs Treppenhaus gelaufen und so sah das danach aus. Er hat oben genießt und es lief runter, ey. Sorry, bin krank, brauchte aber noch einen Thump. Frage mich, wie er dann seine eigene Folge aufgenommen hat. Wahrscheinlich so. Synchronisiert. Wahrscheinlich die ganze Zeit so. Hallo. Immer so zwischendrin. Ein bisschen sniefen dazwischen, ja. Ich hab keine Minecraft-Sounds. Ach, Goro. Meine kleine gemütliche kleine Sorgenkind. Du hast allgemein keine Minecraft-Sounds auf deinen Ohren oder? Irgendjemand hat ein Stück Treppe aufgesammelt. Nee, in meinen Ohren auch. Warte. Ihr sollt nicht das Treppenhaus abbauen, ihr Monster. Aber da fehlt Volumen ist hier. Volumen und wo gehört das hin? Da, wo ein Loch ist in der Treppe. Ah, hier. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt hier bei mir. Stellt euch vor, es wären Minecraft-Sounds. Ich mach die Schleims einfach jetzt hier in mein Bad. Ja. Ja, da liegt das gut. Wieso hast du auf einmal keine Minecraft-Sounds? Ich denke, du hast doch. Hä? Was hast du denn gemacht? Ist das, weil ich mein Wiedergabegerät dann geändert hab? Oh. Es gibt halt. Wechselst du zwischen Kopfhörern und Lautsprecher? Okay, der Ventilator ist ein bisschen hässlich. Was bestimmt im Windows ist dein Wiedergabegerät. Ach, genau, Bilder wollte ich machen. Ja, das ist mir nämlich auch. Muss ich Minecraft dann neu starten? Nein. Ja, dann ist immer noch nichts Neues dazu gekommen. Ich habe das andere jetzt auf Standard gemacht, aber irgendwie. Du bist aber auch mega leise bei mir. Brieft mich, brieft meine Leute, was ist hier passiert? Ich habe nämlich umgeändert, dass. Programme keinen Zugriff haben auf mein Mikrofon. Ja, ist ja egal, die anderen labern eh nicht rein. Hm. Ja, Jimmy, aber ich hab gesehen, ihr habt alle eure Zimmer gemacht, hab ich gesehen. Anne, bist du drin? Ja, was, wo drin? In deinem Zimmer. Nee, in meiner Wohnung, nee, aber ich kann dir eine Führung geben, wenn du willst, soll ich vorbeigehen? Ja, Jimmy, ich möchte bitte, was du jetzt erklärst, was das da wird, weil ich habe schon hoffnungsvoll mein Fernglas aufgestellt, in der Hoffnung, dass da bald Frauen drin tanzen, aber irgendwie. Er hat schon so einen dekadenten Balkon mit Scoop gebaut, damit er da so die. Warte, jetzt kann ich die Taschentücher daneben stellen, Hose hat die Taschentücher spendiert. Jawoll. Hey, ich bin hinter dir. Okay, zweiter Stock oben. Das war eins zu weit. Jetzt. Hallo? Die Totenköpfe hat Nefi aufgehängt. Was hatte ich mit den Emeralds vor? Wow. Ich wollte es Silk Touch machen. Genau. Komm rein. Ah, eine Tasse Tee gefällig oder ist es Kaffee? Tee, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, was ich da gebraut habe. Ich glaube Tee.
Ist das nicht hier eigentlich für Weinflaschen? Doch. Weiß nicht, ich hab's als Raumteil verwendet. Ich muss mir doch überlegen, ob ich das so lasse. Vielleicht mache ich auch eine richtige Anne Wand. Ist so eine, die mag es dekadent, obwohl sie es nicht braucht. Ja, ein Piano. Hey, ich brauch das. Ich habe gestern nach Urlaub geguckt und habe gesehen, dass der Urlaub, den ich gern machen will, ich mir wahrscheinlich niemals leisten können werde in meinem Leben. Eine Toilette. Aber ich will mich nicht beschweren. Andere können gar keinen Urlaub machen. So, hier. Achso, ich dachte, ich bin im Schlafzimmer drin. Nein, nee, du kackst in mein Schlafzimmer, Jimmy. Dann ja. Ich habe auch fast 20 Jahre schon keinen Urlaub mehr gemacht. Ist das da oben eine Überwachungskamera? Nein, das ist eine Dusche. Obwohl ich eine kleine Kamera installiert habe. Wenn Achso, ich der so muss noch weg, Leute. Live-Action-Cam hier bei Anne und ein Aquarium. Oh, geil. Hallo. Hi, hallo. Man kann durchgucken. Das fand Tore ja irgendwie nicht so toll. Obwohl, ich weiß nicht, ich konnte aus seinem Ton nicht raushören, ob er es gut fand. Fand ich scheiße. Was? Gut, so haben wir wieder. Ja, also, wenn du mal kurz überlegst, dass du im Klo ein Aquarium, also von außen kannst du reingucken. Ich wohne und so. Doch alleine. Dann kann ich vom Klo aus durchs Aquarium auf meinen Balkon gucken und die Vögel in der Vogel. Warum habe ich eine Tür beobachten. In der Hand? Mach halt, was du willst. Was hast du meine Tür geklaut? Nein, habe ich nicht. Ich habe plötzlich eine Tür aufgesammelt. Oh. Mist. X-Faktor. Das ist unfassbar. Oh ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wo ich die habe. Cool. Wieso habe ich keine Minecraft-Sounds? Da Poses Baumfarm ist voll. Hat irgendjemand. Maxi, darf ich bei dir reingehen? Guck ich gleich mal. Was willst du denn da? Ich will mir das mal angucken. Sie will sich updaten, lass sie sich doch updaten. Okay. Warum bist du denn so gemein? Nee, wie das sagt. Magst du sie nicht? Ich war so lange nicht da, ich bin immer zu maximal zu gemein zu den Leuten, die neu dabei sind. Neu sind. Du sitzt in deinem Rollstuhl, wenn du PC spielst? Den hat Goro dahingestellt. Er war krank letztes Mal. Ich war krank, er war krank, mal. Ja. Goro dachte, ich brauche einen Rollstuhl. Der aufgeflogen ist. Ja, genau, der eine Streamer. Da. Er macht den Streamer, der eigentlich nicht wirklich im Rollstuhl sitzt, aber so tut, als ob. Jetzt brauchen wir Strings. Wo kriegen wir Strings her? Oh, eine Spinne. Meine Kopfhörer sollen Anwendungen haben, alleinige Kontrolle über das Gerät. Ja, das ist aber jetzt nicht dein Problem, was du hast. Okay. Ah! Das ist doch noch gar nicht Nacht. Und was mit dem Mikrofon? Das soll keine Anwendung sein. Naja. Nee, du willst ja nicht, dass. Könnte man aus Wolle auch ein Ding herstellen, ja, ne? Weil guck mal, das hatte ich ja letztes Mal zum Beispiel gemacht, ja. Und dann hat das ja funktioniert, dass OBS mich hochgepegelt hat. Jetzt ist. Goro, darf ich reingucken? Geht das nicht? Lachs. Ja, komm. Baumwolle. Wolle pulverisern. Genau, das ist Mafia-Wohnung. Der Herr fasst hier den Türgriff nicht mehr an, es wird alles nur noch mit Platten geregelt. Wow. Hat irgendjemand Kühe? Nein, wahrscheinlich nicht. Doch, aber Hose hat eigentlich Kühe. Türgriffe sind gefährlich, Jibi. Warum hast du Slime in deiner Dusche? Das ist kein Slime. Weißt du eigentlich, das ist Bakterien kein Slime. Das sind EP. Ach so. Stell dich mal drauf. Stell dich ruhig drauf, Jimmy. Stell dich nicht drauf, er will dich aussaugen. Nein! Wo sind meine Level? Wie viele hattest du? Irgendwas mit 30? Oh nein! Ich hab Goro auch 30 Level geschenkt, aber das war ein absichtliches Gastgeschenk. Schutzgeld, weil er meine ganze Wohnung, Jimmy, komm nicht rein! What the fuck? Ich hab irgendwas erwischt. Was ist da los? Komm nicht rein. Oh nein. Schau nicht hin. WTF, das ist voll die Top-Secret-Tür hier. Man denkt sich hier nichts. Ja. Goro, hast du eine Dolly? Ja. Ich suche Kühe. Kannst du dir holen. Bist du Wolle? Ist das echte dänische Eiche? Ja. Das ist echte dänische Eiche. Echter dänischer Marmor. Echte dänische Eiche. Guck mal hier, Jimmy, ich hab einen Billardtisch. Nice! Den geil, zeigt er dir jetzt nicht ohne Grund, Jimmy. Und ich habe auch ein Doppelbett, Jimmy. Dicht oh, was ist das denn? Beim Billardtisch. Oh. Dicht oh. Beim Billard. Und hier kann man sich auch. Jimmy hat meine Tür geklaut. Deswegen hat sie eine Tür in der Hand. Also, die lag da einfach so im Flur. Ja, die hast du da mitgenommen. Ich war ja noch gar nicht bei dir. Bring mir gleich die Tür vorbei. Jimmy, man darf das Haus leider nicht verlassen, ohne was dazulassen. Ich hab doch meine EP da gelassen, Mensch. Erstmal gucken, ob der schon voll ist. Was ist los hier? Ja, genau. Wie viel fassen da rein? Okay, oben ist jetzt nichts. Kommt drauf an, wie groß du den baust. Acht habe ich, glaube ich. Da geht gut was.
Da geht noch was. Wir haben voll die Vogelplage, wisst ihr das eigentlich? Ja, das ist, weil ich mein Vogelbad aufgestellt habe. Oh mein Gott. Nee, keine Ahnung. Braucht es die Dolly noch? Mann, ja, brauche ich auch noch. Ich gehe eh gerade raus, dann kann ich das jetzt bringen. Kühe sind hier vom Aussterben bedroht. Was ist passiert? Guck mal, Jivi, ich nehme die Treppe und du musst hier mit dem Fahrstuhl gucken, wo Nefi wohnt. Darf ich rein? bin drin. Bist du eh schon drin? Wie, und wo kommt jetzt das? Ach so. Ja, musst du echt noch fragen, wo die Tür herkommt, oder? Ja, tatsächlich passte die Farbe nicht so ganz. Jetzt habe ich hier einen Block aufgehoben. Was ist hier los? Wo hab ich den Block her? Kaum ist die klaut sie einfach alle. Kleptomane. So. Kennt ihr die Serie einfach drüber gelaufen. Kennt ihr die Serie iZombie? Oder iZombie? Ja, so halb. iRobot kenne ich. Sie kriegt immer so die Eigenschaften von den Leuten, von denen sie die Gehirn isst. Und, eine weiß der ersten Folgen gern. War, wo sie ein Kleptomanengehirn gegeben hat. Lass meinen Truthahn in Ruhe. Das ist mein Haustier. Das ist Gubbel. Das ist, nee, Gubbel. Das ist Goebbels. Goebbels. Okay. Der geht da nicht weg, der ist da, ich weiß nicht, Goebbels der hat sich in der Tastatur verkriegt. Soll ich ihn wegmachen? Nein, lass ihn, den hat Goro mir geschenkt. Der wohnt da. Oh. Okay. Ja, Jimmy, Haustiere sind nicht erlaubt, sag nichts Anne. Der Hausstand wieder sind Pferde. Du kannst den nicht hören, da ist ein Mute-Block drüber. Ich hab den. Ach, du, jetzt hab ich schon wieder einen Stein aufgehoben. Wo kommt der jetzt her? Wo holst du die her? Ich weiß. Ender GV. Aus der Tasche ganz in seinem Ende, genau. Nachts. Wenn alle schlafen, du, dann sammle ich aus dem Blöcke. So mit so einem Dirt-Block neben deinem Bett und schreit so. Du darfst sie aber nicht angucken. Guck mal, Jivi, ich will nicht enttäuscht sein, wenn du da hinten was Schönes baust. Ne? Schon. Okay. Ich hab meine Bar fährt, mein Hotel, mein, wie auch immer. Mein, halt die Fresse, Goro. Geheimkeller. Ich muss ja sagen, der eine hat sich mehr mit dem Wand- und Bodenbelag auseinandergesetzt als der andere, aber ja. Oh. Jetzt bin ich dran. Mann, wieso finde ich keine Kühe? Können wir Kühe spawnen? Das ist doch Infrastruktur. Nein. Oder? Nein. Aber Hose da hinten, hinterm Kraftwerk, hat Hose Kühe hingestellt. Da sind zwei Kühe sein. Ja, du kannst nur Kühe paaren. Ich hab schon Sachen mitgebracht zum Paaren. Ich suche ja die ganze Zeit welche. Hinterm Kraftwerk. Paare sie. Dann paare ich jetzt Hoses Kühe. Die sind aber eingesperrt. Die musste vielleicht noch ein ordentliches Gehege bauen. Ich weiß nicht, was Hose davor hatte. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ach, diese Helme. Bei mir hast du auch gerade so eine Pinocchio-Nase. Du bist ein Schlumpf. So, ich muss jetzt erstmal mein Zimmer abteilen, bevor ich hier mit meinem wunderschönen Gebäude weitermache, Leute. Wie erklärt ihr Kindern eigentlich, dass Schlumpfine die einzige weibliche Schlümpfin ist? Ist schon grausam, ne, irgendwie. Und es gibt so viele Schlümpfe, die haben sich ja... Besonders, weil sie sich so Sorgen gemacht. Vor allem, es gibt auch Schlumpfkinder zwischendurch immer. Ja, eben. Mal. Und sie ist die einzige Frau. Vielleicht läuft das ja auch über Bestäubung. Das ist aber gelungen, dass sie die einzige Frau ist. Übers Nasenreiben habe ich die Vermutung. Ja, aber Oma Schlumpf ist ja wohl nicht mehr so fruchtbar, würde ich jetzt mal behaupten. Woher willst du das wissen? Kennst du mich mit dem Fruchtbarkeitszyklus der Schlümpfe aus? Das stimmt leider. Das stimmt allerdings. Gehen wir davon aus, dass der Schlumpfzyklus ähnlich des menschlichen ist. Also ich würde eher davon ausgehen, dass... Dann geht nur Papa Schlumpf an Oma Schlumpf dran. Okay. Der Papa Schlumpf hat vielleicht auch kommt Potenzprobleme. Die Potenz nur von einem Schlumpf. Also ich würde davon ausgehen, dass die asexuell sind und dass kleine Schlümpfe einfach spawnen. Wie Pilze, meinst du? Ja, die kommen immer ab. Aber dann müssten wir die Schlümpfe gleichsetzen mit Orks aus Fantasy-Welten oder aus der Warhammer-Welt, weil die spawnen auch durch Pilze. Spawnen die? Ja, siehst du? Und ja, schon also haben wir das Dilemma gelöst. Und Schlumpfine muss nicht mehr... Die vermehren sich durch Möchtest du hinhalten sagen? Blumen. Ich habe jetzt gerade nach einer schönen Umschreibung gesucht. Hinhalten. Die von Goro fand ich perfekt. Schlumpfine muss nicht mehr hinhalten. Das macht ja sowieso nichts. Der eine Schlumpf ist ja so oder so schwul, ne? Wer denn jetzt? Ah, ich habe einen Mann. Der Beauty-Schlumpf da. Der Beauty-Schlumpf. Vielleicht ist der ja nur metrosexuell. Ich glaube aber auch. Das glaube ich nicht. Ach, ich setze Ach das wird wieder, wieder nicht toleriert, Max. Das toleriere ich nicht in meiner Gesellschaft. Das sind ja auch wieder, ist wieder so typisch. Ich starte gleich mal Minecraft neu. Ah. Oh, Fehler. Hallo, Goro. Fehler.
Na? Fehler. Der Fehler. Ich baue hier einen großen Parkplatz. Frage ist, wenn du ein Schlumpf wärst, was wärst du für ein Schlumpf? Mama-Schlumpf. Ich kenne die Schlümpfe gar nicht. Ich wäre ein fetter Schlumpf. Naja, jeder Schlumpf hat hier eine Eigenschaft. Der eine grumpy. Ist tollpatschig, der andere ist total, ne, schwach. So, was wäre deine Eigenschaft? Lehrerschlumpf. Oh nein. Lehrerschlumpf. Oder der Schlauberger Schlumpf ist das. Der mit der Brille. Ja, Schlaubi. Nee, da kriegt er nichts ab. Ist, Goro. Ist, der kriegt ja nichts ab. Goro, so, seitdem du Lehrer bist, hast du da eigentlich eine doppelte Identität angenommen? So, wenn du in der Schule bist, hast du da eine andere Identität als im Real Life? Lehrer werden ja tatsächlich nach dem Unterricht eingefroren. Deswegen gibt es die so lange. So von wegen, den Lehrer, den Mathematiklehrer, nee, aber, hatte meine Mutter schon. Aber bist du wie Superman, ja, der sich eigentlich privat auch eine Brille anzieht und seinen Anzug immer so darunter trägt und wenn er in Action nicht treten muss, dann... Achso, oh, schade. Jetzt habe ich Kopfkino. Dass sie jetzt eingefroren werden, oder? Nein, dass Goro sich in so eine Telefonzelle reinstellt, sich die Kleidung von Leib reißt und dann Lehrer ist und auf einmal ein Täschchen dabei hat. Aber wo sind denn jetzt die Kühe? Mir wurden aber hast versprochen. Goro, hast du als Lehrer, ne? Hm. Lederschuhe hast du ja schon, das weiß ich ja schon. Hast du auch eine Ledertasche? Nee, aber möchte ich gerne haben. Wollte gerade sagen, es wird auch passen zu seinem Style. Aber, so aber teuer. Wo sind denn jetzt die Kühe? Am Weihnachten steht er vor der Tür. Am Kraftwerk, hinterm Kraftwerk rechts, da ist so eine Steinwand, die habe ich hochgezogen. Im Dingens. Im anderen. Alles klar, Anne. Heute hat Anne auch so, ding. Also ich finde, dann ist das Lehrerleben ja doch nicht so spannend. Aus. Wieso ist das nicht so spannend? Ja, aber keine doppelte Identität und so, das ist so langweilig. Ja, aber nimmt man sich eigentlich als Lehrer vor, ein anderer Lehrer zu sein, als die, die man hat? Deswegen aber was ist, wenn man gute Lehrer hatte? Willst du ein böser Lehrer werden? Sagen, das ist doch voll grausam. Deswegen bin ich Lehrer geworden, ey. Ich wollte anders sein. Ich wollte anders. Damit ich wollte besser sein. Ich habe heute ein paar... Ich wollte eigentlich, ob das alle Lehrer wollen am Anfang. Ich hab heute Noten für Aufgaben gegeben. Das ist und nicht, wurde es wieder böse angeguckt? Das ist nicht überall in positive Erde gefallen. Nein, ja. Hast du Lieblinge? Du kannst es ja hier sagen, die gucken ja deine Videos nicht. Hast du Lieblinge? Ich weiß nicht, ob die meine Videos gucken. Die haben mittlerweile rausgefunden, was ich mache. Oh, dann dürfen wir nicht drüber reden. Und da du in der Deutschunterricht bist, verstehen die den Scheiß auch noch. Ja, oder nicht? Na, das wäre ja schön, ne? Ja, wäre ja schön, wenn sie es tun würden. Dann hast du nichts was richtig gemacht. Na, Lieblingsschüler. Wie haben die das denn rausgefunden? Wo bekam ich nochmal Essen her? Die haben meinen Namen gegoogelt. Ernsthaft? Und ich war irgendwann mal auf einer LAN-Party, wo ich mich genauso genannt habe wie mein YouTube-Channel. Scheiße. Und dann haben die auf. Die das haben. Eigentlich wollten die meinen Steam herausfinden. Die wussten, dass du zockst? Ja, das habe ich ja gesagt. Okay. Und dann haben. Ist ja auch eine Sache, mit der kann man. Aber damit wolltest du ja auch direkt punkten, ne? Du wolltest ja direkt der coole das Lehrer war ja, sein. Das war ja nicht schlimm. Und dann ist aber auf Steam mein YouTube-Channel verlinkt. Oh, bam, bam. Und dann ging's los. Und das hat aber richtig schnell die Runde gemacht. Aber hast du dadurch nicht so Pluspunkte bekommen, so ein bisschen? Doch, Abos. Bist du da nicht so der coolere junge Abos. Lehrer? So? Sagen, oder Abos. Der Schulleiter so, darf ich dich ändern? Der Schulleiter. Ich hab mich ja damals auf meiner Bewerbung stand ja mein YouTube-Channel und ich wurde ja. Ja, stand bei mir auch, deswegen rufen die mich immer an. Bei und dann einigen, sagen die mir, oh, das ist so toll. Also bei Gesprächen, die ich hatte, haben die dann gesagt, ja, wir haben dich ja gesehen im Internet. Und dann. haben mich ja trotzdem eingeladen. Bei der Frau muss immer zweimal überlegen. Oh oh. Hä, wieso? Ich hab das auch reingemacht bei mir. Das haben die in meinem Bewerbungsgespräch auch erwähnt. Als ich mich für Social-Media-Kram beworben habe, habe ich auch gesagt, hier, guck mal, ich habe auf Twitter schon so und so viele Follower. Ich kann das irgendwo. Und das ist ja auch ganz gut, wenn du sowas schon kannst irgendwie. Und ich kenne ihr Gesicht aus dem Internet. Im Casting-Room. Solange du keine Videos auf einer schwarzen Ledercouch gedreht hast. Genau. Und ich will, dass du wieder fruchtbar bist. was das mit dem fruchtbar ist jetzt ganz falsch. Die Kuh... Hose hat die Kuh Goebbels genannt, die eine. Das war ich. weil der Nametag nicht auf dem Truthahn funktioniert und das Nametag musste weg. Ich wollte gerade sagen, okay, das soll ich alles Goebbels benennen oder so. Goebbels, was ist los Goebbels hier? Goebbels da. Du hättest Lobbyboy ja wenigstens Lobbyboy nennen können, ne? Lobbyboy, ja, das kann man ja immer noch machen. Goebbels hat mit seinem schwulen Lebenspartner ein kleines Kalb adoptiert. Ich möchte, dass sie noch eins adoptieren, aber sie sind leider gerade nicht bereit. Ah, hier sieht man sogar den Cooldown. Sind nicht bereit! 200 Sekunden. Sind nicht bereit. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Mache beide Äuglein zu.
Und schlafen. Gute Nacht, Koro. Gute Nacht. Ich weiß, der ist gerade zu Hause. Und mit diesen Worten möchte ich diese Folge beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall nicht bei den anderen vorbei. Ist bescheuert. Sondern nur bei mir. Und wenn ihr meine Schüler seid, ihr seid alle meine Lieblingsschüler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.